Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag, meine kleinen Diebe, Einbrecher und Tankstellen. Ja, Räuber. Zu einer neuen und weiteren Folge vom Autobahn-Polizeisimulator 2 hier auf der Xbox One X. Dritte Folge mittlerweile und wir sind einen kleinen LKW auf der Spur, der von der Spur abgekommen ist. Der muss nämlich hier rechts halten. Da müssen wir natürlich mal schauen, was denn da los ist. Komm, Hansi, das gucken wir uns jetzt mal an. Oh, Hansi, und das Auto geraten. Ich erledige die Personalienüberprüfung, bevor du mit den Leuten sprichst. Kümmer du dich in der Zwischenzeit doch schon mal um was anderes. Oh, das... Sprich mit dem Fahrer und schau auch in den Laderaum. Na, fragen wir es mal nach. Ist das eine Standardprozedur bei liegen gebliebenen Fahrzeugen? Nein, das nicht, aber das entspricht einer ungeschriebenen Regel. Ah, und welche wäre das? Folge deiner Intuition. Alles klar, wird gemacht. Ja, man kann ja mal nachfragen, weil kommt mir auch ein bisschen komisch vor, aber okay. Dann reden wir mal mit dem Fahrer. Wir sollten eigentlich mal, vielleicht mal, können wir nicht hier irgendwie was absperren oder so? Das ist mir ein bisschen sehr gefährlich hier. Ah, okay, dazu können wir gar nicht zugreifen. Gut. Einen wunderschönen guten Tag, der Beamtete Waldemar hier. Hallo. Wieso stehen Sie hier an der Autobahn? Hallo, die Zugmaschine will nicht mehr. Ich glaube, es ist was mit dem Motor nicht in Ordnung. Die Stelle hier ist nicht ganz ungefährlich. Gut, dass Sie immerhin Ihre Warnleuchter aufgestellt haben. Haben Sie den Pannendienst schon informiert? Ja, die müssten in wenigen Minuten hier sein. Dürfte ich mal einen Blick auf Ihre Ladung werfen? Wieso das denn? Naja, wenn es sein muss. Danke. Hoppla. Mit den LKW-Fahrern war gesprochen. Vorsicht, Polizei! Last Man Standing hier quasi. Mal gucken, was wir hier haben. Ach da. Tattoo Polizeisinn. Aktiviere mit rechten Stick wahrscheinlich dein Polizeisinn. Dieser hebt Interaktionsmöglichkeiten sowie verdächtige Gegenstände und Fahrzeuge hervor. Der Polizeisinn kann nicht dauerhaft verwendet werden und muss nach Gebrauch aufgeladen werden. Aha. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Schau mal. Das sieht interessant aus. Was willst du mit dem Lappen? Na, ich höre auf meine Intuition. Deine Worte. Dann spreche ich den Fahrer nochmal darauf an. Nein, nein, das ist ein Lappen. Oh nein, was? Scheiße. Okay, gut. Kann natürlich was bedeuten. Hab den erst gar nicht gesehen, den Lappen, aber okay. So. Haben wir ein ernstes Wörtchen hier miteinander zu reden. In Ihrer Ladung scheint alles in Ordnung zu sein, aber wir haben das hier an einer der Kisten gefunden. Ein Stück Stoff, na und? Für mich sieht das aus wie ein Stück Hemd. Haben Sie sich vielleicht verletzt? Was? Nein, nein, bei mir ist alles gut. Vielleicht ist das einem meiner Kollegen beim Beladen abgerissen. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich das mitnehme? Den Fetzen? Nee, bedienen Sie sich. Danke. Sehen Sie nur zu, dass Sie Ihren LKW hier wegbekommen und seien Sie vorsichtig, bis der Pannendienst da ist. Auf Wiedersehen. Ja, mache ich. Mission abgeschlossen. Okay, Intuition. Oh, weg ist er schon. Gut, Hansi, ja. Also, Sherlock Holmes und Watson werden wir jetzt hier nicht, aber ist auch egal. Komm, wir gehen weiter. Ich guck mal, was noch hier alles so mit sich bringt. Vielleicht kriegen wir irgendeinen Polizeifunk durch. Karte. Wo haben wir die nächste Mission? Ah, hier hinten. Beim Polizeirevier. Ja, da machen wir eine Schnellreise hin. Die 7 Kilometer tue ich mir jetzt hier nicht an. Ich weiß nicht, ob das Stückchen Stoff irgendwie was bringen soll, aber egal. So, Hansi. Gut, dass es keine Spiegel hier gibt. Rückwärts. Rückwärts. Und aussteigen. Du wartest ja bestimmt wieder hier. Du kommst ja immer gar nicht mit.
Scheiße, die Tür, stimmt. Immer von außen zu öffnen. So, Comanchen Bär. Ich hab was für dich. Ich hab was für euch. Der Steinwerfer ist wieder aktiv geworden. Oh. Dieses Mal hat er einen Wagen erwischt. Der Chef will, dass ihr dahin fahrt. Alles klar, wir machen uns gleich auf den Weg. Der Steinwerfer ist wieder unterwegs. Ich wollte mich gerade sagen, haben wir vielleicht in diesem Spiel auch einen Serientäter? Ein Serienmörder wäre vielleicht ein bisschen interessanter, aber wir haben einen Serientäter in Sachen Steine werfen auf die Autobahn. Wie weit ist der entfernt? Oh, 2,3 Kilometer. Das Rasen war hier mit dem BMW aber wirklich weg. Gut, Hansi. Auf geht's. Polizeieinsatz. Weg. Nee, da nicht. Da lang. Tatütata, die Polizei ist da. Hier, Wagen 00. Melden uns jetzt hier zum Dienst. Wir fahren jetzt hier gerade den verdächtigen Steinewerfer nach. Der hat ein Auto getroffen und gucken uns das Ganze mal hier so ein bisschen an. Wir nehmen keine Rücksicht auf Verluste. Okay, wir machen auch vom Waffengebrauch, Gebrauch. Okay. Bitte weg hier. Weg, weg. Bitte machen Sie linke Spur frei. Hier ist die Polizei. Achtung, Achtung. Linke Spur frei machen. Ich sag mal, hoppala. Vorsicht. Wow, ich spring. Weg, weg, weg. So. Kommen wir da durch? Ihr müsst hier ein bisschen Platz machen. Vorsicht. Gut. Ich steht auch voll ungünstig. Wo stellen wir uns hin, Hansi? Warte mal, hier ein bisschen Platz, Vorsicht. Ah, hier steht aber auch ungünstig hier, ich weiß. Wir haben ein verdächtiges Fahrzeug. Nee, gerade nicht. Wir Ich hab die Sirene vergessen auszumachen. Ich erledige die Personalienüberprüfung, bevor du mit den Leuten sprichst. Kümmer du dich in der Zwischenzeit doch schon mal um was anderes. Ja, ich würde gerne die Sirene ausmachen. Ich habe schon wieder vergessen, die Sirene auszumachen. Ich habe die Personalien aufgenommen. Alles in Ordnung soweit. Okay. Ich kümmere mich gleich um euch. Wir müssen mal ganz, ganz kurz hier die Sirene ausschalten. Wir gehen mal wieder. Nein, nein. Fortsetzen natürlich. Fortsetzen. Nicht aussteigen. Nein, ich will die Sirene ausmachen. Oh, okay. Es tut mir leid, Leute. Die Sirene muss anbleiben. Da ein hin. Da ein hin. Die stehen zwar sowieso schon alle. Wir haben die komplette Autobahn schon wieder abgesperrt. Hansi, können wir bitte... Können wir noch irgendwas benutzen? Nö. So. Fotografieren Unfall. Das können wir auch gleich machen. Befrage Unfallteilnehmer, ja. Wie könnte ich hier nochmal... Unfall fotografieren. Und tschüss. Also ein Foto war schon mal gut gewesen. Zack. 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 Haben wir alles. Vervollständige Unfallskizze. Wie mache ich eine Unfallskizze? Aufgabe ist abgeschlossen. Finde Unfallverursacher. Ich denke mal tatsächlich er war es gewesen, weil er... Ah! Der Stein. Das ist der Unfallverursacher. Interessant. Diese Pflastersteine werden hier oft für Autobahnparkplätze benutzt. Leider gibt es zu viele Baustellen, um der Spur direkt nachzugehen. Ah! Okay, die Skizze können wir gleich machen. Hallo, wie geht es Ihnen? Sind Sie in Ordnung? Nachfragen. Ja, geht schon. Sie stehen unter Schock. Daher will ich das auch so kurz wie möglich machen. Danke. Fragen Sie mich ruhig. Erzählen Sie uns, was Sie gesehen haben. Alles kann uns weiterhelfen. Das ging alles so schnell. Wie aus dem Nichts gibt's einen Knall und Glas splittert. Ich mache natürlich eine Vollbremsung und dann knallt's gleich nochmal. Ja, ich verstehe. Danke für Ihre Aussage. Der Rettungswagen müsste gleich da sein. Die werden sich um sie kümmern.
Ja, hat den Stein abbekommen, bremst natürlich automatisch, ist natürlich verständlich, da würde ich mir in die Hosen kacken. Und dann hinter ihm fahren wahrscheinlich aber auch, liebe Leute, ihr wart wahrscheinlich auch ein bisschen dicht dran, ne? Fahren natürlich volle Kanne rein. Können Sie mir Hallo. Beschreiben, wie sich der Unfall zugetragen hat? Ja, natürlich. Also, ich bin gerade noch unterhalb der Brücke und da sehe ich eine schnelle Bewegung. Etwas Kleines, Dunkles fliegt durch die Luft. Ich denke gerade noch, der Vogel fliegt aber komisch. Da höre ich es krachen und sehe, dass der Wagen vor mir eine Vollbremsung macht. Ich habe natürlich instinktiv sofort gebremst, aber ich konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Ein Vogel? Na, wahrscheinlich der Stein. Sind Sie verletzt? Nein, ich war zum Glück nicht mehr schnell, als das passiert ist. Ich bin etwas zittrig, aber es geht schon. Gut, ein Sie Vogel, wahrscheinlich der Stein. Vogel gesehen? Nein, ich dachte im ersten Moment, es wäre ein Vogel. Natürlich liest man immer wieder von Steinewerfern auf der Autobahn. Aber mit sowas rechnet man doch nicht. Genau. Haben Sie vielleicht noch etwas Interessantes gesehen? Ja, vielleicht. Den Stein, der geworfen worden ist, den habe ich vor kurzem noch woanders gesehen. Also einen Stein wie diesen, meine ich. Wir waren an einem Rastplatz gar nicht weit von hier und da wurden gerade Parkplätze neu gepflastert. Die Steine dort sahen ebenso aus wie der, der diesen Unfall verursacht hat. Ah. Das könnte Zufall sein. Aber ich wollte Ihnen das auf jeden Fall sagen. Danke. Das ist eine hilfreiche... Oh, die Sirene nervt aber auch, ey. Ich kann die aber auch nicht ausmachen, weil dann breche ich quasi meine Mission hier ab. So, aber jetzt haben wir mal die Möglichkeit, endlich diese verdammte Sirene hier auszumachen. Ach, erstmal. Wie war das jetzt hier gewesen? Also, das haben wir jetzt schon markiert. Das ist, glaube ich, der Unfallverursacher. Also, ich sag jetzt mal in Klammern. So. Grün heißt jetzt, dass es in Ordnung ist, oder was? So, das ist der Unfallschaden. Das ist der Unfallschaden. Hm. Okay, wählen wir das einfach mal aus. Ah, okay. Ich muss dann einfach denn nur... Das ist dann quasi das hinterherfahrende Auto, oder? Aber... Wie? Es muss ja grün aufleuchten, wie beim Schaden. Aber. Okay, gut. Nochmal den anderen Schaden. Der, guck mal, der geht automatisch einfach rein. Das ist der Schaden jetzt, der von diesem Stein verursacht wurde. Und der blaue PKW hier. Der ist natürlich hinter dem. Grün. Hä? Sirene nervt aber auch. Er kann mich ja gar nicht konzentrieren. Was ist denn hier los? Nein. Irgendwo muss es doch einen Punkt geben, wo ich dann hinlegen kann. Kann ich das nicht irgendwie löschen? Guck mal, vielleicht nochmal löschen oder so. Aber grün heißt doch, ist alles akzeptiert. Komm, wir drehen jetzt einfach kreuz und quer. Das muss schon irgendwie jetzt hier passen. Ah! Oh, okay. Aber soll ich auch genau den Unfall... Einschlag winken. Naja, okay. Okay, haben wir geschafft. Jetzt haben wir auch noch die Skizze ausgeübt. Ja, dann können wir erstmal untersuche den Tatort. Na, der ist ja oben bestimmt bei der Brücke, wo der Stein geworfen wurde. Erstmal Sirene aus. Die nervt ja ernsthaft. Oh, endlich. Boah, ey, das hat ja genervt. So, wo müssen wir hin? Kann man da auch zu Fuß gehen? Warte mal. Ach, die scheiß Kamera. Ach, diese Kamera auch hier. Mann! Ein paar Mal kann's. Das ist ja auch nicht schlecht. Ein Fußweg, der zur Autobahn runterführt. Aber egal. So. Gehen wir mal hoch. Hansi, komm mit! Hansi, komm! Ah, guck mal. Überall Unrat, Hansi. So, da haben wir zum einen... Ne, das brauchen wir nicht, aber... Das auch nicht. Aber natürlich, was sehr interessant ist, hier, die Zigarettenschachtel. Wieder so viele Zigarettenkippen. Und wieder die gleiche Marke. Das ist mit Sicherheit kein Zufall. Das ist unser Mann. Und dieses Mal hat er ein Fahrzeug erwischt. Wir müssen ihn schnappen, bevor noch etwas Schlimmeres passiert. Komm,
Lass uns zu dem Rastplatz fahren. Ja, auf geht's, Hansi, los! Hopp, 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 Hansi! Hansi? Hey, Hansi? Okay, Hansi, ich hol das Auto und hol dich dann ab, egal. So, hopp, 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 hopp. Okay, Tür auf. Da kann Hansi einfach schon mal reinspringen. Ach, da ist er ja. Jetzt auf einmal kommt er. Ich habe die Tür aufgehalten, Mäuschen. So, wo fahren wir jetzt am besten lang? Geht immer geradeaus. Ach, das geht ja eigentlich vom Weg. Oder? Wie weit ist jetzt hier entfernt? Oh, warte mal. Wo müssen wir lang? Hansi? Wo müssen wir lang? Na doch, geradeaus. Ah, Mann, ey. Es steht zwar so auf der Karte drauf, aber auf die Karte kann man sich auch nicht verlassen, weil aufgrund dessen, dass wir auf der Autobahn sind. Warte mal kurz. Wagen 000. Wir haben gerade jetzt den Einsatz angenommen. Der Steinewerfer war wieder tätig gewesen und wir sind jetzt gerade einer heißen Spur hinterher. Wir fahren jetzt zum Rastplatz. Dort wurde wahrscheinlich ein Stein von einer Bauarbeit geklaut und ja. Ja, wir hier Wagen 00 wird sich dann quasi wieder mehr. Oh, hopp, hopp. Oh, puh. Uiuiuiui. Zentrale, bitte kommen. Wagen 04. Vorsicht dich. Das ist aber auch hier wirklich mit dem Fahren. Naja, schön ist es nicht. So, auf alle Fälle sind wir jetzt mal auf der richtigen Spur. Weil ich wollte nämlich jetzt gerade sagen, das Doofe an der Autobahn ist jetzt tatsächlich, dass wir hier in der Mitte immer abgetrennt sind. Und das GPS zeigt uns manchmal auch nur die Ausfahrt an, wo wir quasi wieder auf die Gegenfahrbahn kommen, um wieder zurückzufahren, um zum eigentlichen Ziel zu fahren. Aber anscheinend sind wir jetzt ja auf alle Fälle schon mal richtig. Ich hoffe mal, dass dieser Rastplatz hier auf der rechten Seite auch ist. Vorsicht! Weg da! Polizei! Einsatz! Weg, 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 weg! Weg, weg! Oh, Liebe Fahrzeugbediener, hier ist die Polizei. Bitte machen Sie linke Spur frei. Wir haben, was haben wir eigentlich? Wir haben, im Übrigen haben wir wirklich jetzt mal, wir haben wirklich sowas wie einen Serientäter. Ist kein Serienkiller. Ich hätte so ein bisschen gedacht, halt Serienkiller, ja, Mörder und so. Aber ein Serientäter, der halt wirklich Autos simuliert und einen Spaß daran hat, Steine von der Autobahnbrücke hier oben quasi runterzuwerfen. Mann, 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 ey. Ah. Weit ist es auch nicht mehr. Upp, upp. Scheiße, Mann, ey. Die Steuerung ist auch manchmal ein bisschen grottig. Oh, nö, oder? Ach, nö. Ey, ist die Raststätte wirklich auf der linken Seite gewesen? Das gibt's ja nicht. Das meine ich wirklich, das nervt mich hier tierisch, dass wir halt wirklich solche riesen Umwege hier fahren müssen. Ich muss jetzt auch immer gucken, ob wir hier irgendwo eine Ausfahrt haben. So, da hinten kommt gleich einer, aber rechts gerade ein Schild ein bisschen zu sehen. Aber auf der Karte unten links siehst du ja auch nicht mal so richtig, wo du hin musst. So, hier rein. Bin ich jetzt hier richtig? Okay, das ist ein Übergang. Ragt einfach mal fast 100 Meter in der Höhe. Das gibt's ja auch nicht. Hab ich auch noch nie so gesehen. Nee, irgendwie. Na, das mag ich auch wirklich nicht. Guck mal, jetzt die Markierung zeigt zwar den Weg lang, aber er zeigt mir jetzt quasi den Weg so lange an, bis ich irgendwann die nächste Ausfahrt erwische, wo ich wieder umkehren kann. Und irgendwie kommt die da nicht. Okay. Gut, kann sein, dass ich bestimmt mal hier versuchen werde, ein bisschen mal hier und da zu schnippeln, weil jetzt sind wir echt lange. Hoppala! Jetzt sind wir hier echt lange unterwegs. Wagen 00 hier, wir haben uns ein bisschen verfahren. Wir, hoppala, hopp. Ja, wir haben uns ein bisschen verfahren, aber wir sind in wenigen Augenblicken zum Einsatzzielort angelangt. Wir melden uns einfach. Weg da, wir haben es eilig. So, linke Spur ist frei, perfekt.
Weg, 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 weg. Weg da. Hup. Oh, 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 oh. Oh, Mann, ey. Komm, 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 komm. Zibushi. Oh, Scheiße, wie fahre ich denn hier? Also man sieht es jetzt hier auf der Karte, wie sowieso ganz gut links, da ist ja die Markierung. Also wir müssen irgendwo jetzt mal hier eine Ausfahrt finden, wo wir rüber können. Zentrale, hier nochmal Wagen 00. Ich bitte beim nächsten Mal, beim nächsten Einsatz um, ja, irgendwie ein hochtechnisiertes Auto, so wie bei Mike and Knight oder wie bei Knight Rider. So, hier ist eine Ausfahrt. Voilà, die kam doch ein bisschen sehr schnell. Hansi, halt dich fest. Oh, kurz mal rückwärts fahren. Das darf man ja, glaube ich, wa? Oh, da durch Schwung holen. Und dann einmal rum. Zack. So, Hansi. Jetzt sind wir ungefähr 20 Milliarden Kilometer gefahren. Und jetzt fahren wir wieder zurück, um auf die Raststätte zu kommen. Muss ich dir mal vorstellen. Ich habe ja nicht mal eine Ausfahrt verpasst, tatsächlich. Oh, jetzt aber Gas geben. Und Sprung. Ja, perfekte Kurve. Nirgendwo angeschlagen. Und ja, jetzt geht's quasi wieder zurück. Hip hip. Hurra. Wagen 00 hier. Wir sind endlich aus dem Tunnel draußen. Kann sich nur um wenige Sekunden halten, annehmen, bis wir endlich am Einsatzzielort sind. Okay, over and out. Boah, ey, nimmt ja auch kein Ende. So, jetzt kommt aber gleich hier eine Ausfahrt. Dann müssen wir die auf alle Fälle nehmen. Rechts, rechts. Wo kommt sie? Oh. Da. Wo ist sie denn? Hä? Oh, Scheiße. Da, da, da. Mist, Mist, Mist. Ach, verdammte Scheiße. Hansi, halt dich fest, wir ja, haben die Ausfahrt verpasst. Wagen 00 hier nochmal, wir haben einen Stau vor uns, wir kommen gleich. Oh ne, das kannst du niemandem erzählen, Hansi. Weg, weg. Ah, shit, weg. Oh Gott, ey. Was machen wir hier, Hansi? Beim nächsten Mal fährst du, okay? Aber beim nächsten Mal musst du aber bitte auch ins Röhrchen pusten. Du riechst ein bisschen stark nach Johnny Walker. Tut mir leid, aber ich sag dir nur mal die Wahrheit. Muss mir nicht sagen, dass es ein Old Toilette ist, es ist Johnny Walker. Ja, ist halt einfach so, wa? Also, ich denke mal, so Polizist zu sein, ist mal ein bisschen Spaß beiseite, ist auch nicht so das Allergeilste. Ich habe öfter schon gehört, dass viele Beamtete und Polizisten ein bisschen zur Flasche greifen. Und so wie das wirkt, greife ich auch hier zur Flasche. Ist das geil, ey. So. Endlich. In die richtige Richtung unterwegs. Oh Gott, war das anstrengend gewesen. Ich müsste jetzt gleich hinter dem Berg, warum auch so viele Berge hier sind, jetzt gleich hier der Rastplatz kommen. Ah, wo ist er? Wo ist er? Da ist er! Volle Kanne rein! Wow. Oh mein Gott! Hansi, wir fliegen! Ey, nee. Guck mal, da vorne ist die Baustelle. Bremsen, bremsen. Entschuldigung, Entschuldigung. Bob, der Baumeister, tut mir leid. So. Hier, mein Kollege Hansi und ich bin beide mal Van der Lok. Wir haben ein paar Fragen an Sie. Hallo, kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Tach. Ja, klar. Ja, klar. Gemacht. Nein, natürlich nicht. Sie können uns aber vielleicht bei einem Fall weiterhelfen. Ach so, na dann schießen Sie mal los. Ach so. Haben Sie beobachtet, der sich bei dem Steinhaufen hier bedient hat? Die sind natürlich nicht abgezählt, aber ich habe tatsächlich was beobachtet. So ein Typ ist um die Baustelle herumgeschickt. Ist gar nicht lange her. Als er mich gesehen hat, ist er ganz schnell in sein Auto und losgefahren. Losgefahren? Hat er einen fünften Dialekt. War es zufällig diese Person hier? Ach, wir haben noch das Beweisfoto von der Tankstelle. Ja. Der hatte auch die gleiche Jacke an, wie auf dem Foto. Können Sie nähere Angaben zu dem Wagen machen? Ja, es war ein grüner Geländewagen, ein relativ neues Modell. Das Kennzeichen habe ich leider nicht gesehen. Haben Sie vielleicht noch etwas beobachten können? Ja, ist aber vermutlich nicht wichtig.
Der raucht wie ein Schlot und schmeißt seine Kippen überall hin. Das wissen wir ja schon. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sie konnten uns wirklich helfen. Gern. Allzeit bereit. Ich pflastere dann mal weiter. Alles klärchen. Gut, Hansi, dann haben wir alles. Dann wird er wahrscheinlich wirklich hier die Steine geklaut haben. Der wurde sogar erkannt. So. Informiere R. Becker über die Fortschritte. Gut, ab zum Polizeirevier, dann war es doch für die Folge schon fast. Ich will mal was ausprobieren. Halt dich fest an sie! Oh. Na gut. Hätte ja sein können. Gut, ist das denn Vipers im Polizeirevier? Es geht, wa? So. Hier Wagen 000. Wir haben gerade mit einem Zeugen gesprochen von der Baustelle. Der konnte bestätigen, dass der Tatverdächtige, der Serientäter, Steine geklaut hat oder mitgehen lassen hat. Und ja, wir sind jetzt unterwegs zum Revier und werden dort nochmal unseren Bericht abgeben. Bis gleich, over and out. Achtung, Achtung, Polizei hier. Weg, weg, weg. Oh, wow. Hey, wir haben ja auch einen speziellen Einsatz dran, Sie. Halt dich mal gut fest. Weg, weg. Wow. Weg da. Weg. Machen Sie bitte die linke Spur frei, linke Spur frei. Alter, komm wieder durch. Komm wieder durch. Wow. Wow. Das wäre aber wirklich ohne anzuschauen. Schade. Hätte ich mal ein Foto machen sollen davon. Okay, ja, Hansi, ich weiß. Also das Lustige ist eigentlich, also die Lenkung ist halt wirklich sehr, sehr empfindlich. Man muss halt wirklich einfach nur richtig... Ja, wir fahren durch zwei LKWs mit 22 Sachen durch und in der Kurve, wo die linke Spur frei ist, fahren wir da den Auto, oder den Audi da an. Man muss einfach hier nur mal richtig stark einlenken im letzten Moment, dann kriegst du die Kurve auch. Aber so leicht einlenken macht wenig Sinn. Oh! Scheiße, ey, was mache ich hier nur? Oh nee. Hansi wird mich hassen. Ich glaube, Hansi, so erlebst du nie deine Rente, oder, mit mir? Das tut mir echt leid. Oh, fuck. Die Lenkung ist aber auch beschissen teilweise. Tut mir leid, aber... Ey, komm, wir fahren, wir springen einfach zum Polizeirevier. Das ist ja doch ein ganz gutes Stück. Und so. Ach, Mann, ey. Gut, Hansi, denn, wie gesagt, parke ich das Auto mal ein. Du warst ja, wie gesagt, draußen, war der Bäcker, der mag dich ja nicht so. Du bist auch so ein bisschen der Schandfleck der Polizei, habe ich gehört. Aber ich mag dich. Du bist dufte. Klar, du riechst ein bisschen nach Alkohol, rauchst wie ein Schlot und könntest dich mal wieder duschen. Aber Hansi, zu Weihnachten kriegst du ein Geschenk auf alle Fälle. Also pass auf den Wagen auf, mach dir mal ein bisschen sauber, Reifendruck und dann passt das schon alles. Ha, ja, Tür geht offen auf. Ich hab's, mir merken können. Mal gucken, bis zur nächsten Folge wahrscheinlich wieder mal nicht. Und da würde ich mal sagen, ja, gehen wir mal zum Bäcker, geben ihm Bescheid und dann sehen und hören wir uns bei der nächsten Folge hier bei Autobahn Polizei Simulator 2. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss. Endlich machen wir Fortschritte. Wir haben ein Foto des Verdächtigen und die Beschreibung des Fahrzeugs. Gut gemacht. Danke, Chef. Wir müssen da auf jeden Fall dranbleiben, bevor Schlimmeres passiert. Ich glaube, wir werden bald den Computer-Auswertungs-Videoraum brauchen. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.